Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu This is the Police. Ich kann endlich wieder aufnehmen, ich bin glücklich. Ich konnte jetzt die letzten Tage nicht aufnehmen, weil die L1-Taste meines Controllers war kaputt. Und ich musste mir jetzt einen neuen Controller zulegen. Hab ich jetzt getan. Und die L1-Taste funktioniert. Ich habe sie schon ausprobiert. Keine Sorge. So, ich würde sagen, neuer Arbeitstag, wir gehen zur Arbeit. Heute werden wieder ein paar Leute verhaftet, habe ich gehört. Hoffe ich doch mal zumindest. Das kommt halt, das kommt auf meine Kollegen an, ne? Ich meine, ich mache ja keine Scheiße. So, um einen freien Tag bitten. Wenn ein Polizist zu müde ist, um effizient zu arbeiten, wird er um einen freien Tag bitten. Manchmal werden Polizisten auch um freie Tage bitten, wenn sie bei voller Stärke sind. Einige der Gründe, die sie vorbringen werden, sind weit hergeholt. Andere ziemlich ernst. Verhätscheln Sie Ihre Untergebenen nicht, aber verärgern Sie sie auch nicht. Denken Sie daran, dass jeder seine Geheimnisse hat. Und dass Sie sich sicher gehen müssen, dass die Leute fest hinter Ihnen stehen. Bösch ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Ach so, der ist einfach nicht gekommen. Ach so, okay. Der hat nicht mal eine Ausrede, der kommt einfach nicht. Alles klar, okay, habe ich verstanden. Gut. Und direkt eine Schelle, wenn ich den das nächste Mal sehe. So, Punkt. Beförderung. Zusätzlich zu ihren Leistungswert besitzen Polizisten auch Ränge. Angestellte beginnen auf dem niedrigsten Rang und können mit 2 oder 3 Streifen befördert werden. Einmal pro Woche können sie Streifen austeilen und den Rang aller beliebigen Angestellten erhöhen. Wenn sie denken, dass in einer Woche niemand die Ehre verdient hat, können sie die Zeremonie auf später verschieben. Die Abzeichen werden nicht ausgeteilt, bis ihre Leute nicht mehr bereit sind. Mit Viereck. Alles klar. Sie werden sich dann das verlässlich. Ich glaube, ich habe gerade was übersprungen. Auf jeden Fall, wenn wir den Abzeichen geben, werden sie verlässlicher. Und ich würde ganz gerne etwas Jüngeren die Abzeichen geben, sowas wie ihm hier oder ihm hier. Weil ich mir bei den Älteren so unsicher bin, wie lange die noch arbeiten. Da habe ich einfach ein bisschen Schiss vor. Freiburg ist nicht so eine Stadt, wo man das gerade anderer oder gar nichts hören muss. Sie können jederzeit ein Stück aus ihrer Sammlung auswählen, abspielen, genau wie im echten Leben. Naja, wie im Leben ihres Großvaters. Ich habe auch einen Plattenspieler hier im Zimmer. Und ich finde Plattenspieler ziemlich geil. Also ich finde Plattenspieler besser als CD. CD-Player. Ich hab's vergessen, wie es heißt. So lange ist es her. So, ich würde aber sagen, wir wählen jetzt keine Musik aus. Ich würde euch natürlich gerne die Musik zeigen, aber ich habe gemerkt im letzten Part beim Schneiden, die Musik ist fucking laut. Die Musik ist halt wirklich laut. Und das halt, das, ich musste halt die Lautstärke, also die Ingame-Lautstärke, musste ich auf die Musik reduzieren. Dadurch ist aber irgendwie, werden die Cutscenes unglaublich leise. Das heißt irgendwie, ihr müsst bei den Cutscenes wahrscheinlich unglaublich laut aufdrehen, damit ihr überhaupt was versteht. Ansonsten lest einfach die Untertitel. Ich meine, das mache ich ja auch. So, anheuern und feuern. Lernen, wie man Polizisten anheuert und feuert. Okay, Polizeirevier. Arbeitsmarkt. Sie verfügen über eine Reihe offener bezahlter Stellen, für die Sie jeden zur Verfügung stehenden Bewerber einstellen können. Die Stellen werden auf Polizisten und Detectives ausgeteilt. Hier der Samuel Reed zum Beispiel, der sieht ganz geil aus mit 210. Also, ich rede jetzt nicht von seinem Aussehen, sondern von seiner Professionalität, ne? Den stelle ich doch direkt mal ein. So, jetzt müsste ich L1 drücken und ich habe den letzten Part schon mal aufgenommen und dann beim L1 drücken habe ich gemerkt, das geht ja gar nicht. Ich dachte erst, es lag am Spiel, dann habe ich aber andere Spiele probiert und nein, meine L1-Taste funktioniert, hat nicht funktioniert. Jetzt schon. So. Sie wollen einen Platz räumen. Na, zur Zeit jemanden feuern. Ja, war klar, dass ich den feuern muss. Deshalb habe ich denen keinen Stern gegeben. Na, keinen Rang. Wenn Sie einen legalen Grund für die Entlassung haben, wird niemand Fragen stellen. Vielleicht müssen Sie diejenigen auch so feuern. Egal, ob legal oder nicht. Aber das könnte zu weiteren Verfahren führen. Und der Rest Ihrer Angestellten wird sich mehr Sorgen um Ihre Jobs machen, als Sie tatsächlich Energie in diesen Jobs stecken. Ansonsten kann er einen Platz... Kann ein Platz frei werden, indem sie einen Polizisten umkommen lassen? Okay. Aber das ist nicht wirklich eine gültige Option, oder? Alter, als ob ich jetzt meine Angestellten in den Tod schicke. Ja, zu alt. Ja, finde ich gut. Kann ich ihn auch noch? Nicht zur Arbeit. Ach ja, das ist ja auch der, der nicht zur Arbeit erschienen ist. Ja, da habe ich direkt 2 Gründe. Ha! Und Roy auch noch. Komm, die ist da viel zu alt. Bitte schön. So, raus mit euch. Da kann ich mir hier noch Lacke Lake holen. Ich kann mir auch noch hier den hier holen. Von mir aus. Und dann hol ich mir noch hier den Keil. Und dann hol ich mir noch Mark Moody. Easy.
So. Alles klar. Und da geht's hoch. Was habe ich jetzt gedrückt? Ich weiß, es tut mir leid, ich habe gerade irgendwas gedrückt, ich wusste nicht was. Vandalismus, St. John's Dom. Wir haben einen verängstigenden Anruf vom Dom erhalten. Diesen Morgen hat der Abt entdeckt, dass jemand auf dem alten Friedhof gegraben hat. Die Grabsteine der alten Anlage wurden mit satanistischen Zeichen beschmiert und einige zertrümmert. Es scheint, als wären Spuren einer Schaufel erkennbar, aber der Abt wollte nicht mehr dazu sagen. Da schicken wir direkt mal hier die Leute hin. Ich meine, das ist ja jetzt nichts Wildes, finde ich. Okay, warum ist hier Sirene? Vandalismus, Atticus Wolkenkratzer. Der Geschäftsmann Harley Jones hat aus seinem Fenster gesehen, wie Teenager beleidigende Sprüche in sein Auto gekratzt haben. Gekratzt! Okay, das ist natürlich schon ein bisschen härter. Ich könnte drei Leute schicken. Ich will keine drei Leute schicken. Ich hoffe, dass die einigermaßen schnell zurück sind, weil so viele Leute habe ich nicht. Dadurch, dass der eine ja nicht zur Arbeit erschienen ist, der Sack! Mensch, Mensch, Mensch. Ist das euer Scheiß Ernst? Eddie's Burgers. Verdächtige Person. Eine Kellnerin namens Mila berichtet, dass sie gerade einen gefährlichen Verbrecher, den sie im Fernsehen gesehen hat, ein Hähnchenmenü und eine zuckerfreie Cola serviert hat. Der Verdächtige sitzt am Fenster und isst seinen Burger. Sein Bürger! Er isst sein Bürger! Okay. Okay, Kannibalismus. Alles klar, da schicken wir direkt die besten Leute hin, oder? Also bei Kannibalismus ist hier nicht zu spaßen. Also ich bitte euch. Alter, was ist denn los mit euch? Was könnt ihr eigentlich? Ich dachte 150 wäre okay. Anscheinend ja nicht. Anscheinend sind die Grenzzivil. Oh Mann. Die Kellnerin hat den pensionierten Polizisten Frank Nero mit dem Flüchtling verwechselt. Also doch kein Kannibalismus. Schade. Hätte ja sein können. King Louis Nachtclub. Mr. Boyd, mein Türsteher hat sich wieder mit mexikanischem Essen vollgestopft und jetzt kommt er von der Schüssel nicht mehr runter. Inzwischen reicht die Schlange vom Club aber einmal um den Block. Wir brauchen da draußen jemanden, der die coolen Leute von Punks unterscheiden kann. Was hat er gegen Punks? Hallo? Ich habe auch gefärbte Haare. Will er mich jetzt damit beleidigen? Das sieht so aus, auf dem Bild sieht er aus, als hätte er auch gefärbte Haare. Sind zwar blond, aber... Hallo? Das sehe ich ja gar nicht ein. Das sehe ich ja gar nicht ein. Okay. Ich schicke dir einen, aber das nächste Mal gibt es eine Schelle. Aber sowas von... Das sehe ich ja gar nicht ein. Oh Mann. Christopher, Cheese! Was? Eislauf-Arena. Okay, Drogenverkauf. Gerade kam ein anonymer Anruf herein. Ein Clown soll in der Eislaufhalle Crack an Teenager. Achso, und ein Clown. Okay. Die können halt gar nichts. Mein Gott, ich habe nur Lappen in meinem Team. Sorry, Chef, aber ich kündige. Diese eine Nacht hat mir mehr Kohle gebracht als ein ganzer Monat in dieser Kitsche. Mr. Sorkin sagt, er hätte kein Problem damit, mich wieder zu engagieren. Schätze mal, ich bin einfach nicht zum Polizisten gegangen. Okay, Moment. Der Typ beleidigt Punks. Das war schon mal der erste Minuspunkt. Ich bin trotzdem ein freundlicher Mensch. Ja, ich bin ein sehr, sehr freundlicher Mensch. Ich schicke ihm trotzdem einen Kollegen von mir hin, der Türsteher spielt. Und dann wirbt er den ab. Nie wieder. Nie wieder. Ich bekomme zwar eine Menge Geld. Ja, $4,500 ist nicht gerade wenig. Aber verdammte Scheiße. Was soll das? Selbstmorddrohung? Okay. Ein nackter Mann mit einem Kanister voll Benzin hat gedroht, sich selbst in Brand zu setzen, wenn er seine Lieblingssorte an Kaugummi nicht wieder beliebter wird. Was? Also deswegen will ich mich auch immer umbringen. Ich kann ihn verstehen. So, hier, komm. Ja, ich meine,
Ach, da wollte ich gar nicht hin. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich meine, ich muss jetzt einen neuen Typen bestellen hier. Bestellen. Ich hätte gerne mal einmal den Typen und eine Tüte Chicken Wings, bitte. Und bestellen. Okay. Ich bin Trottel. So, der Tag ist vorbei. Ich muss aber noch warten hier auf den Bericht. Als die Polizisten ankommen, sehen sie einen Clown, der Ballontiere für Kinder bastelt. Ich will den erstmal beobachten. Wer weiß, ob der das ist. Jawoll! Also hat das stark gemacht. Da gibt es von mir sogar mal einen Applaus für die beiden. Oder da gibt es einen Applaus. Haben sie gut gemacht. So, was ist mit den anderen beiden? Selbstmorddrohung. Täter gefasst. Was heißt denn hier gefasst? Der wollte sich zwar umbringen, ja, aber man kann ihn doch dafür nicht anklagen, oder? Dann ist ich ja wahrscheinlich schon 10.000 Mal im Gefängnis. Okay, gut, lassen wir das. Tag beenden. Ich habe 3 Leute verloren. Ich meine, 2 habe ich gekündigt. Ja, 3, der eine ist ja nicht zur Arbeit erschienen, also 4 Leute verloren. Und der andere hat gesagt, ja, Chef, weißt du was, ich verdiene als Türsteher mehr. Kein Bock mehr. Gut, okay, verstehe ich. Ich wäre auch lieber Türsteher als mein Gott, Alter. So, Tag 4. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen immer einen Tag pro Part. Ich denke, das reicht erstmal. An manchen Tagen kommen ja auch noch Cutscenes hinzu. Jetzt zum Beispiel zwar gerade nicht, aber vielleicht im nächsten Part dann wieder. Würde mich trotzdem sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss.